Juhu, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. So, in der letzten Folge haben wir darüber geredet, WhatsApp, ja oder nein, Facebook, wie, wo, was, bla. Ich habe euch einen YouTuber vorgestellt und jetzt ist wieder Tag. Und ich kann jetzt rausgehen und ernten, wenigstens ein paar Sachen ernten. Ah, es ist so schwierig mit Felder anbauen, das ist jetzt ja nicht mal sondern schwierige Sachen. Ich habe jetzt keine Erntemaschine oder sowas gebaut, wie andere Leute das immer machen in ihren Let's Plays. Habe ich mir gedacht, nee, mache ich nicht. Ich mache das per Hand. Schöne alte Landwirtschaft, so wie damals, in Vorkriegszeiten. Hexe! Verbrennt sie! Hexe, verbrennt sie! Du musst brennen! Brenne, Hexe, brenne! Wow, aua! Ich hab mich vergiftet, so blöde Pussy. Haha, she died it. Maybe I will die too. I don't wanna die. It hurts. Ah! Was ist das? Oh, das hat ja nicht viel gebracht. It hurts. Oh, it hurts. Ich dann irgendwo sterbe hier auf einem sicheren Feld wenigstens. Ich glaube, man kann nicht weiter, als wenn man. Es geht nicht, man ist nur. Oh, ich will meine Level nicht. That was smart. I'm so clever. I'm so smart. Hey, ich bin eine Hexe, was mache ich? Greif sie an, oh, sie könnte mich vergiften, ist mir doch egal. La 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 la. Cholera. Was? Nee, sie hat uns die Pest auf den Leib gedrückt. Allerdings haben wir der Pest widerstanden. Ja. Pest kenne ich mich ja aus. Nee, eigentlich nicht. Jo. Jo. Nahrung. Ist wieder so eine scheiß Pilzsuppe hier. Na gut. Oh, ein Brot. Pilzsuppe. So, dann könnten wir uns ja mal, wenn wir schon dabei sind, ne? Könnten wir mal, nee, das ist falsch, hier war es nur so, Schüsseln zusammennehmen und wieder Pilzsuppe machen, ne? Ist schon lecker, also eine Pilzsuppe. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie man Kürbiskuchen macht. Irgendwas mit Kürbis und Eier und Zucker war das, glaube ich. So, das hier rein, so, zack. Zucker, Zucker haben wir unten, oder? Wir haben auch irgendwo Zucker angepflanzt. Ich habe nur vergessen, wo. Irgendwo haben wir welchen angepflanzt. Also Zuckerrohr, also ist ja jetzt Bambus. Nee, also war ja mal Bambus, ist jetzt so kompliziert. Nom nom. Oh, ist schon wieder. Plupp. Okay, wir müssen auch wieder Kürbis anbauen. Das könnte. Ja, stimmt, so ein Feld könnte ich draußen vor meinem Haus wieder machen. Dass ich. Wobei ich ja immer noch nicht sicher bin, wie das da draußen dann letzten Endes wäre. Dummheit. Ich möchte das, glaube ich, bündig haben. Ich möchte, glaube ich. Ja, ich bin mir immer sehr sicher über die Dinge, die ich haben will. Eigentlich. Normalerweise bin ich mir sofort sicher. Also ich weiß immer sofort. Das will ich haben! Aber in dem Fall war das mehr so, ja, ich bin mir aber nicht, ich könnte, vielleicht will ich ja, aber vielleicht will ich ja auch nicht. Noch auch nicht, ne? Deine Entscheidungen immer, das ist unglaublich. Ja, Günther, meine Entscheidung, dich zu pflanzen, war allerdings sehr, wie soll ich sagen, zielstrebig. Vielleicht war es eine falsche Entscheidung. Was denn? Ich bin die beste Entscheidung deines Lebens. Die Abonnenten mögen mich mehr als dich. Das stimmt allerdings. Ja, siehst du mal, ohne dich, ohne mich wärst du nix, so. Rum wollte ich sagen. Mein Kanal hat auch viele Abonnenten. Ja, aber du machst da nichts drauf. Ja, ich hab halt keine Zeit, ich muss ja hier rumstehen. Und schön aussehen, damit wenigstens einer gut ausschaut, ne? Ja, Günther, klar, natürlich, sicher doch. Ja, Bäume sind was Besonderes. Werden sie sicherlich alle Abonnenten für zustimmen. Ja, sicherlich doch. Dann baue ich das hier aber noch zu. Hier auch. Vielleicht kriegen wir ja mal irgendwann Pferde, dann können wir hier einen Pferdestall draus machen. Ja, schon schön. Ich würde mich ja schon drüber freuen, Pferde zu haben. Ich glaube nicht, dass das war jetzt falsch.
Aber ich habe innerhalb der ganzen Daily Dose noch kein einziges Pferd gesehen. Woran liegt das? Sind die so selten? Ich meine, ich spawne sonst in jede verkackte Welt und was ist Pony? Pony hier, Pony da, Pipa-Pony überall, haha. Aber hier so ein Pony kriegst du nicht, kannst du knicken, nö, nö, weißt du, nö, hab ich nicht, keine Lust drauf. Kannst du knicken, kriegst du nicht, brauchst du auch gar nicht. Apropos knicken, ja toll. Weil wenigstens hier, nein. Mach ich hier Licht da drauf, machen wir es so. Ja. Und dann hier außen nochmal. Und der Glowstone weg. Zack. Und dann hier nochmal links und rechts ein Licht. Das sollte eigentlich ausreichen. Den Scheiß hier weg. Hier Schüssel. Dann kommt hier nämlich so ein kleines Feld hin. Mit Pumpkins. Ich jetzt natürlich sauschlauerweise mal wieder, also das war so intelligent, das kann man ja gar nicht, das ist ja, ja Menschenskinners, wow. 1, 2, 3, 4, der könnte nach da wachsen, sich mit dem connecten und dann mache ich noch, ach komm, ich mache noch so, oder? Weiß es nicht, ich komme nicht. Ich weiß nicht, wie die genau wachsen. Die wachsen manchmal ganz komisch. Ist ja so seltsam irgendwie. Naja. Könnte sonst auch anders machen. Anders ist ja gar nicht schlecht, ne? Das Tor hier zumindest so seitlich. Jawohl. Ja, das ist cool. Weil dann ist das hier nämlich noch geschützt. So ein bisschen. Man kann dann hier so lang laufen und man könnte dann hier halt den Weg dementsprechend, ne, so gestalten. Und wenn wir irgendwann mal Ponys hätten, könnten die da wunderbar. Also ein Pferd würde mir ja schon reichen, würde ich mir voll freuen. Wir hatten ja mal eins, ne? Hm. Naja, passt schon. So. Gibt es dann heute irgendein Thema? Ich guck mal gerade, muss mich mal nachschauen. Fokus mal wieder benutzen. Bla, Miley im Porno waren. Ja, Mensch, meine Güte. Ja, das ist jetzt kein kleines Kind mehr. Ja, die ist im Showbusiness übertreibt ein bisschen. Ja, die hat Probleme mit ihrer Sexualität. Meine Güte. Ja, dann streckt sie halt gerne ihre Zunge raus. Na und? Wir hatten schon, also Lady Gaga und Madonna waren auch keine Waisenknaben. Lass sie doch einfach. Die meisten Leute hören ja trotzdem irgendwie die Musik von ihr. Ich finde die gar nicht schlimm. Die ist ja nicht wie Justin Bieber, dass sie auch noch Menschen verletzt. Sie ist ja wenigstens sehr offen, was so sie selbst angeht. Liebes-Comeback des Jahres, Heidi Klum und Ziel offenbar wieder zusammen. Wow, das ist mal eine News, du. Bla, bla, nicht mehr zusammen, bla. Wow, das ist eine total seriöse Newsseite, wo das ist. Hm. Oh, Facebook hat WhatsApp für 16 Milliarden. Hm. Die größten Irrtümer über IKEA, das klingt ja auch nett. 8 Irrtümer über IKEA. IKEA ist immer billig. Pff. IKEA ist alternativlos. Nein. IKEA ist ein Massenphänomen. Nein. IKEA hat den besten Service. Nein. IKEA-Möbel sind schick. Nein. IKEA ist nachhaltig. Lol. IKEA ist schwedisch. Nicht ganz. Ja, schon. Aber IKEA ist am Samstag zu voll. Nein, IKEA ist immer zu voll. Ja, Mensch, was für eine News. Wow. Das war ja, also das hat sich voll gelohnt, das zu lesen. Dafür hat ein Reporter sich den ganzen Tag lang hingesetzt und auch noch Geld gekriegt. Ich sollte auch Reporter werden. Moment, ich bin ja so eine Art Reporter gerade im Moment. Meine Damen und Herren, heute die neuesten News, die neuesten News. Ja, warte, ich höre mich gar nicht an. Wieso halte ich mir die Nase zu, um zu klingen wie jemand, der News... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht, was ich hier mache, Kinders. Ich habe doch auch keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Ich sammle jetzt mein Weed. Ich meinte mein Weizen. Wer weiß, vielleicht ist das gar kein Weizen. Vielleicht das Spiel sagt nur, dass es Weizen ist. Aber wer will dann sagen, dass das wirklich Weizen ist? Vielleicht ist das ja Sumpfgras. Ich würde gerne Amaranth anpflanzen. Ist wesentlich besser, aber egal. Das wäre ja noch was. Verschiedene Weizensorten. Ach, ja. Greif nicht nach den Sternen, wenn du keine Enterprise besitzt. Oder zumindest ein Raumschiff der ähnlichen Klasse.
Die Geld da los wird mir ja schon reichen. So. Ups. Ups. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Hab ich da etwas abgebaut, das noch nicht das ist? Ja. Unverzeihlicher Frevel. So, das ist hier jetzt so random hochgewachsen. Danach warte ich dann einfach mal, bis es komplett hochgewachsen ist. Wir warten dann einfach, bis das gesamte Feld fertig ist. Das gefällt mir dann wesentlich besser, als jetzt hier stundenlanger Kleinarbeit das einzelne Zeug da rauszukramen. Aber dann haben wir wenigstens erstmal wieder Brot. Können wir mal eine Torte backen oder so einen Kuchen oder sowas. Milch haben wir ja, ne? Und Eier und Zucker und ich hoffe, das reicht. Nix wie nach Hause, die ersten Creeper spawnen. Die sind wahrscheinlich schon gespawnt. Lauf, Honey! Run, Honey, run! Run, Honey, run! Pff, dunkel. Boing. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Okay, wir haben Milch, wir haben Eier, wir haben Weizen. Ich glaube, wir brauchen nur Zucker. Dann können wir einen Kuchen machen. Ich glaube, ein Zucker reicht. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das ging so. Bin ich mir jetzt auch gerade gar nicht sicher. Mann, immer diese Unsicherheit. Eier, Weizen. Also so ging das nur. Google. Minecraft Cake. Kuchen. Oh, da war ein bisschen mehr gefragt als einfach. Okay, gut, never mind. 2 Zucker, 1 Ei, 3 Weizen, 3 Milch. Alter, ist das laktosehaltig. Wie oft muss ich dann da an der Emma ran, damit ich das kriege? Ist ja ganz oft die Emma schröpfen. Und wir sollten auf jeden Fall mehr Zuckerrohr noch anpflanzen, falls wir das noch nicht bei uns irgendwo gemacht haben. Ich bin der Meinung, wir hätten es irgendwo gemacht, aber ich weiß auch nicht mehr. Und ich kann mich manchmal auch nicht mehr an die Befehle erinnern, die ich meinem Gehirn mal gegeben habe. Wir haben ja 3 Eimer. Ich hoffentlich wieder kriege, wenn ich da jetzt einen Kuchen mache. Ich will keinen Kuchen mit Eiseneinlage essen. Und jetzt soll ich mal schlafen gehen. So, apropos Ikea. Ja, ich bin ja recht häufig bei Ikea, weil es halt um die Ecke ist. Aber was mich jetzt zu dem Thema führt, ist ja ein ziemlich bescheuerter Artikel. Okay, kann man mal machen, kann man, ist okay. Aber auf was für Newsseiten im Internet seid ihr denn so unterwegs? Gibt es da irgendwie... Mal warten, bis das Skelett verbrannt ist. Gibt es da irgendwelche bestimmten, die ihr bevorzugt? Und... Weg hier. Und gibt es da auch welche, bei denen ihr auch wirklich mal sagt, das ist ja wohl absoluter Schwachsinn? Habt ihr auch schon mal so News gelesen, wo ich gedacht habe, okay, dieses Newsportal, ich nie wieder, definitiv nicht. Also normalerweise bin ich ja eigentlich ganz froh über so diese Google-News-Seite. Es gibt ja halt nur mal die Google... Ich wollte ja nicht noch einen draufsetzen, so. Es gibt ja nun mal diese Google-News-Seite. Übrigens, guten Morgen, Chris. Guten Morgen, Inge. Guten Morgen, Günther. Guten Morgen, Hannibal, LP, Games, wie auch immer. Ist mir doch egal. Vielen Dank, vielen Dank. Wirklich, echt. Ja, da ist so wirklich eifersüchtig, glaube ich. Ne? Weil ich mit der Inge immer... Was mit mir? Ja, weiß schon. Was denn? Wir machen doch gar nichts. Den ganzen Tag stehen wir nur herum. Glaubst du, ich finde das spannend? Glaubst du, das macht dich attraktiv? Nein, das habe ich nie behauptet. Ich wollte damit... man sagt es falsch, ne? So ist das. Wisst ihr, meine Freundin, wa? Meine Freundin, wisst ihr. Nee, das geht nicht. Das muss man mit Berliner Akzent machen. Meine Freundin, ja, verstehen Sie? Nee, das war Stefan Raab. Das tut mir leid. Es kommt manchmal so aus mir heraus und plötzlich, ja, verstehen Sie, unglaublich, oder? Ja, sowas, was war denn da los? Ja, man weiß es nicht, ja. So, meine Damen und Herren, ja. Da hinten, Bambus, ja. Das heißt Zuckerrohr, ja, seit einem Update. Komisch, ist aber so, wa? So, noch ein kleines bisschen Werbung. So, okay, dann reiße ich das hier nämlich einfach mal ab und nehme das mit. Da drüben haben wir jetzt angebaut. Ich sollte aufhören, so viel zu rennen. Gesehen davon, dass hier überall aus den Löchern Untote oder so kommen können. Wir hatten ja erst neulich wieder Mini-Zombies. Das ist schon nicht so schön. Brains, Brains, the zombies are coming. Übrigens wage ich mich an Plants vs. Zombies 2. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das über die Bühne kriegen werde. Ich habe da mir
eine sehr wilde technische Konstruktion zugelegt, damit ich das Ganze halt von meinem iPad abfilmen kann. Ich weiß nicht, ob das was wird. Deswegen kann ich euch wirklich nichts versprechen. Ich hoffe aber, dass es was wird. Und dann gibt's Plants vs. Zombies 2, was wir nicht lange durchhalten werden, weil es schön nicht so toll ist. Ja, das ist meine ganz persönliche Meinung, deswegen... Aber so ein paar Günthers are coming wäre schon wieder lustig. Hey, haut doch nicht ab, liebe Hühner, hä? Huh? Ich brauche euch doch für Eier. Wenn man ein paar Hühner kultivieren... Ah, nee, dann gackern wir den ganzen Tag. Lieber hüpfe ich hinten rum und so nach Eiern als das. So, wo wir schon hier sind. Plupp. Habe ich dich abgezapft, wa? Und... Plupp. Habe ich dich wieder abgezapft. So, jetzt können wir uns einen Kuchen machen. Schön. Schreibt mir allerdings bitte nicht in die News, die Newsseiten, die Links in die Kommentare, weil dann haben wir wieder das Problem, dass die Links gesperrt werden. Einfach nur den Namen der Seite nennen, das reicht ja schon vollkommen aus. Und mit unserer Straße müssen wir auch mal weiterarbeiten. Müssen wir uns wieder um Schafzucht kümmern, beziehungsweise ein paar Tittenfische prügeln. Immer diese Tittenfische. So, habe jetzt saugeil vergessen, dass ich eigentlich, ja... Ne? Ihr wisst schon was, behalten. Ich wollte Voldemort eigentlich behalten. Hab's dann aber, weil ich geredet habe, vergessen, dass... Warum habe ich eigentlich keine Musik mehr? Ich habe die ausgeschaltet hier, ne? Hm? Doch. Ja, sehr smart, Honey. Sehr smart, sehr smart. Dass sie nicht sonderlich intelligent ist, das habe ich immer schön vermutet. Ach, Günther. Ich werde doch schon genügend von mir selbst gedisst. Moment, wenn Günther mich disst, dann ist... Dann disst... Schizophrenie. Wobei das eigentlich gar nicht so sehr was mit einer gespaltenen Persönlichkeit immer zu tun hat. Aber egal. Ist halt so das verbreitete Krankheitsbild. Der Glaube zumindest davon. So, dann packen wir mal jetzt hier alles für einen Kuchen zusammen. Errungenschaft erzielt. Die Lüge. The cake is a lie. No, the cake is alive. I made it. Nom, nom. Oh Gott, so viel wollte ich davon gar nicht essen. Sieht schön aus, wenn hier so ein lecker Kuchen steht. Oh, sehr lecker. Oh, jetzt habe ich ihn aufgegessen. Sowas Dummes aber auch. Aber ein schöner Tisch eigentlich. Eigentlich schon ein schöner Tisch, ne? Da wünsche ich mir doch eigentlich wieder den... bei Hexit, wisst ihr, bei Hexit, wie schön das ist? Mit den ganzen Sachen, die man hat. Dass man sich einen Tisch machen kann. Oh, und ich habe schon wieder vergessen, dass jetzt die Sonne untergeht. Ah, geht doch nicht unter, okay. Ich wollte den Weizen da noch anpflanzen. Schnell, los. Aber dieses eine Schaf, was da noch draußen rumirrt. Ist das da rausgekommen, oder? Was die ganze Zeit draußen und was haben die Illuminaten damit zu tun? So. Guckt ihr eigentlich Nachrichten auch im Fernsehen? Ich meine, das gibt es ja auch, Nachrichten im Fernsehen. Ja. Ich weiß, das kommt jetzt erschütternd, erschreckend und das ist bestimmt, das ist, viele von euch werden jetzt denken, what? Aber ja, es gibt sowas, das nennt sich Fernsehen. Da gibt es ja auch immer Nachrichten. Ich gucke das überhaupt nicht gerne, muss ich ganz ehrlich gestehen. Erstens mal gibt es inzwischen so viele Nachrichtensprecher mit Dialekt, die ich nicht verstehen möchte. Also ich will einfach nicht. Ich will einfach nicht, wenn ich Nachrichten gucke, mit Dialekt belästigt werden, weil ich dann manchmal überlegen muss, hä? Wie klingt das denn? Also ich finde Dialekte super und ich mache auch gerne welche nach und ich spreche auch selber kein perfektes Hochdeutsch. Allerdings finde ich schon, dass gerade bei den Heute-Nachrichten jemand in einem Tempo sprechen sollte, das nicht meinem entspricht, weil ich viel zu schnell rede und die meisten Leute überhaupt nicht hinterherkämen, wenn ich die Nachrichten vorlesen würde. Und das dann wenigstens auch noch Hochdeutsch ist. Aber wenn dann jemand zu schnell redet und dann leicht sechselt und dann zwischenzeitlich auch richtig Wörter verschlammt, dann ist das auch kein gutes Vorbild. Ich meine, Dialekte sind zwar nichts Schlimmes, aber Hochdeutsch sprechen sollte eigentlich schon jeder. Das erleichtert vieles, nämlich die Kommunikation für die Leute, die selber Deutsch gelernt haben, und deswegen nicht so gut Deutsch sprechen können. Das ist einfach nur höflich und nett. So, wir können uns ganz viel Brot, das kann man nicht aus Weizen alles machen. Weizen, 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 Weizen. Brot. Strohballen. Oh, wir können Strohballen machen. Cool. Zur Deko. Oh, geil. Also Brot, Strohballen und... Machen wir mal 3 Stück. Und Kekse natürlich noch. Aber wir haben keine Kakaobohnen. Also können wir uns auch keine Kekse machen. Oh Mann, oh. Aber ganz viel Brot. Ganz, ganz, ganz viel Brot. Das reicht mir schon aus.
So, hier mal aufgeteilt, 10 Stück. Nam, 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 nam. Ja, das behalte ich auch mal im Inventar. Nur die Strohballen möchte ich ganz gerne platzieren. Oh, hier wächst was schön. So, falls wir denn mal irgendwann einen Pony haben. Pony, ich will einen Pony. Wir werden eh nie einem Pferd begegnen. Glaube ich nicht. Nee, nehmen schon wieder viel zu lange auf. Ja, wir haben heute ein bisschen über Nachrichten und Kommunikation geredet und ansonsten habe ich recht viel geschwafelt über alles Mögliche und alles. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Your Daily Dose Minecraft. Und ihr könnt ja mal wieder Themenvorschläge machen. Ja, Themenvorschläge. Worüber soll ich reden? Sagt es mir, sagt es mir, sagt es mir. Bis dann. Bye.